Also, ich habe mir die Lampe von Kreuzling geholt, LED, Bluetooth, kann man eine App verbinden. Und das werde ich euch jetzt dann mal zeigen. Genau. Ja. Jo. Genau. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie es funktioniert. So, moin Leute, ich bin's wieder. Also, ich wollte mal die Lampe vorstellen. So sieht sie aus, wenn sie im Werkszustand ist. Ja, genau. Hier leuchtet rot, alles wie man sie reinschraubt und so. Brauche ich ja eigentlich nicht erklären. Klar, erstmal Licht aus, Schalter umklipsen, also Strom ausmachen. Glühbirne reindrehen, dann anmachen. Und dann wird sie so, wie es jetzt ist. So. Dann geht im Google Play Store oder App Store, wie auch immer, und ladet euch die Smart Control AVOX App runter. Das ist die App mit der grünen Glühbirne drauf und dem Bluetooth-Zeichen. Die Glühbirne muss natürlich auch Bluetooth haben, sonst bringt es nichts. Müsst ihr halt gucken. Und ihr müsst ganz, ganz wichtig, ihr müsst gucken, dass es E27-Fassung ist. Ich hatte nämlich zuerst tatsächlich die E15 oder weiß nicht, irgendwas anderes in der Hand. Und hab zum Glück noch mehr, sonst wäre es blöd gewesen. Standardfassung ist ja E27. Ja. Also müsst ihr unbedingt gucken, dass E27 ist. So, dann, wenn ihr das einschaltet, dann, ja, so wie ihr es jetzt seht, leuchtet es rot. So, jetzt gehen wir mal, ihr ladet jetzt die App runter. Dann müsst ihr euch eure E-Mail-Adresse und so angeben. Muss ich auch. Jetzt gehen wir mal in die App rein. So. Also. So sieht es aus ungefähr. Hier links steht meine E-Mail-Adresse, die so gut sensiert ist. Ja. Da unten fragt sich nämlich schon nach Bluetooth aktivieren. Weil das ist ja Bluetooth, ne? Machen wir jetzt mal. So. Bluetooth haben wir aktiviert. Und jetzt. Genau, hat er schon mal gefunden. Gehen wir mal auf Ignorieren. So. So sieht es bei euch vielleicht jetzt aus, oder hat er es automatisch gefunden, wie bei mir gerade. Tun wir so, als ob er es nicht gefunden hat. Hier müsst ihr oben rechts auf das Plus gehen und dann findet er sowas ähnliches wie bei mir jetzt. So ähnlich mit dran stehen. Da geht er jetzt drauf. So. Jetzt kann man nämlich gleich gucken an dem Button hier, ob es die Lampe ist. Machen wir mal kurz. Ist aus. Und dann traut ihr mich an. Also es ist die Lampe. So, gegangen mal ins Weiter. Bild. Gut. Ich habe jetzt nur eine Lampe, von daher brauche ich nicht viel merken, welche Lampe in welchem Zimmer ist. Aber angenommen, ihr habt in jedem Zimmer so eine Lampe. Glühbirne, besser gesagt. Dann könnt ihr von dem Zimmer ein Bild machen und dann wisst ihr, okay, das ist die Lampe für das Zimmer, das ist die Lampe für das Zimmer. Das ist eigentlich ganz praktisch so. Aber ich habe ja nur eine, von daher brauche ich jetzt kein Bild. Dann gehen wir mal weiter. So, da kann man die Lampe umbenennen. Ich nenne immer ein Floß Lampe. So. Weiter. Zimmer, genau, wo die Lampe halt drin ist. Schlafzimmer. Badezimmer. Pool. Pool unwahrscheinlich. Vielleicht gibt es Wasserdichte, weiß ich nicht. Ich nenne es auch mal ihr Floß Zimmer. Gehen wir weiter. Jetzt blinkt sie. Jetzt ist einsatzbereit. So, und jetzt dauert kurz. Oder hier geht's. Genau, dauert kurz. So, jetzt ist startbereit. Oben könnt ihr ausmachen. Genau, wieder aus. Ausmachen. Wieder an. Und macht die Glühbirne drauf gehen, dann sieht so aus. Also oben Favoriten. Ihr könnt zum Beispiel. Unten gibt es eine Leidenschaft zum Beispiel. Das ist so rosa. Und auf 1 ist aktuell rosa eingespeichert. Toller Effekt, Vorführeffekt. Okay, machen wir mal. Grau ist blau. Na, wollte ich nachher gehen. Nachher ist blau, jetzt ist blau. Auf 1 ist er rosa. Speichern mal 1, das blaue auf die 1 drauf, so. Und zwar bleiben wir dann auf die 1 drauf, dann blinkt es kurz. Zack, oder ja, geht so dunkel. Und wenn wir auf 2 drücken, ist das hier und auf 1 ist dann blau. So.
Geh mal oben rechts, nicht Favoriten, sondern Palette. So. Da kann man nämlich rot machen oder grün oder rosa oder weiß oder so. Unten kann man die Helligkeit einstellen. Ja, genau. Rechts auf Themen. Sonne, so gelblich. Ozean müsste Kies sein. Korrekt. Weiß, Schnee. Mond. Lavendel. Buntstifte, das ist so, wenn man mehrere Lampen hat, kann man die kombinieren. Dann hat jedes Licht eine andere Farbe. Und das soll dann die Buntstifte darstellen. So, gehen wir mal rechts auf Animation. Genau, also da kann man zum Beispiel so Disco Art machen. Na, genau, Disco ein bisschen. Man kann auch sanft Übergang machen und muss sanft in eine andere Farbe geleitet. Dann kann man zum Beispiel, machen wir mal kurz rot. Kersteneffekt. Wir flackern dann so ein bisschen. Aber nicht, weil die Lampe kaputt ist, sondern das ist ja mit Absicht so. Man kann es auch mit jeder beliebigen anderen Farbe machen. Kann es euch mal zeigen. Ja, ne, keine Ahnung. Nehmen wir mal blau. Kann man natürlich auch mit blau machen, das Ganze. Jo. So. Machen wir das Geflackere wieder aus. So. Man kann auch weiß anders einstellen. Und zwar gibt es ja dieses gelbliche Weiß, ne? Und beim Zahnarzt, kennt ihr selber, ist er so komplett weiß. Ich weiß nicht, ob man es über Kamera so sieht, aber der Zahnarzt weiß ein bisschen, ich sag immer Zahnarzt weiß, weil Zahnarzt ist auch meistens ein bisschen so richtig knallweiß so. Und das ist eher so, weiß nicht, gelblich weiß. So, gehen wir jetzt weiter. Ja, Animation machen wir gerade. Timer, ja, kann man alles einstellen, aber mach ich immer nicht. Disco, ja, Musik, Farbe, können wir auch einstellen. Habe ich auch nie gemacht und brauche wahrscheinlich auch nicht. Ja, genau. Ja. Ein bisschen dunkler. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe eine Fernbedienung. Und, ja. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare. Oder wenn ihr mal sehen wollt, wie man die Glühbirne zurücksetzt. Bei mir hat sie sich tatsächlich auch einmal aufgehängt. All die Glühbirne. Da kann man auch mit der App und so nichts mehr machen. Da ging nichts mehr. Ja, da kann man sie nämlich zurücksetzen. Man braucht nicht einen Mediamarkt oder so, wo man sie her hat. Ich habe sie vom Hornbach für 4,99 an dieser Stelle. Nein, ich hab's, wenn sie aufhängt, braucht man sie gleich zurückgeben. Und dann kann man einfach Glühbirne reinschrauben in die Fassung. Dann ein bisschen Lichtschalter rumspielen. Das ist tatsächlich so, aber nicht einmal so, sondern da gibt es so eine Kombination. Ja, und dann lässt sich die Glühbirne ganz easy peasy zurücksetzen. Und dann geht von vorne los, wie ich euch gesagt habe. Aber auf jeden Fall tut es dann wieder. Ja. War es eigentlich schon wieder. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.